heutigen Tagestour ging es in die Gemeinde Natzschaps in der Nähe von Brixen. Dies ist der eigentliche Ort, wo meine wahre Leidenschaft für Südtirol geweckt wurde. Und zwar auf dem Alpenflair Festival. Da ich seit meinem 16. Lebensjahr mehr Festivals erlebt habe als Urlaube, kann ich mit großer Sicherheit sagen, das ist eines der besten Festivals, die es gibt. Und so konnten wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, dort vorbeizuschauen. Da, wer hätte es gedacht, ist auch dieses Jahr leider wegen Corona nicht stattfand. Vielleicht habt ihr es auch schon wieder gemerkt, es geht wieder unseren Hauspass, den Jaufenpass, hinauf.
Oh ja. Das war eine gute Entscheidung. Könnte drauf sein. Na, ja, das ist nicht bereit in mir. Ja, ich sehe aber. Ich bin blind. Ich fahre nicht gern. Okay, wir sind dann. Okay, ich bin bereit. Für Raimund und für mich ist das ein unbeschreibliches Gefühl, vor diesem Tor zu stehen, weil wir einfach dort schon so, so viele tolle Erinnerungen hatten. Einfach unbeschreiblich. Wir hoffen, es findet bald wieder statt. Und ab geht's wieder nach Meran, das Abendessen wartet. Nachdem ich unseren Zeltplatz gesehen habe, glaube ich immer noch daran, dass Motorradfahren und danach auf Festival gehen einfach die beste Urlaubskombi ist. Keine Angst, ich hatte nichts verbrochen und durfte wieder weiterfahren. Wahrscheinlich hat sie meinen Auspuff mal wieder angelockt. Aber auch da alles legal. Ich bin noch ganz hinten dran. Ja. Schön diese Autos sind. Auf diesen Strecken möchte ich meine BMW nicht missen.
nachdem wir unsere Motorräder abgestellt hatten, ging es natürlich auch gleich wieder zur Garage Frank, zu unseren Freunden. Falls ihr in Meran seid und habt Probleme mit eurem Auto, kein Problem, kommt einfach bei der Garage Frank vorbei. Dort wird euch Speedy mit Sicherheit weiterhelfen. An diesem Abend gab es unser Traditionsessen in Südtirol. Bierdosenhähnchen.